Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFold und MMOJOS. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA-Bingo auf meinem Kanal. Natürlich mal wieder mit Wakes, Digga, was geht? Yo, was geht ab, Leute? Wakes ist auch wieder am Start und ihr wisst es, jeden Sonntag FIFA-Bingo von Gaming und mir, richtig fresh auf jeden Fall. Ihr feiert das und ich würde sagen, erklär deinen Leuten mal wieder, was wir heute so am Start haben. Normal, Leute, es war wieder heftig, Walkouts, Man of the Match, ganz viele Informs waren am Start, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn am Ende wurde es mal richtig spannend, kann ich euch sagen, und ja, schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, was meint ihr, wer wird gewinnen, natürlich bevor ihr jetzt das Video geschaut habt, schreibt einfach in die Kommentare, Gaming oder Wakes, was meint ihr, Leute, lasst natürlich gerne wieder ein Like und ein Abo da, wenn ihr öfters oder wenn ihr vielleicht wieder demnächst jeden Sonntag um 10 Uhr morgens, ihr wisst es, unser Bingo sehen wollt, checkt natürlich auch noch die Folge bei Wakes aus, war auch heftig. Und ja, checkt natürlich auch noch gerne meinen Shop aus, ihr wisst es, roter Nice Hoodie und noch viele weitere Sachen, den gibt es auch in Blau, in Grün und noch ganz viele andere Sachen gratis, Autogrammkarte gibt es natürlich auch noch in meinem Shop, erster Link ganz oben in der Beschreibung und Bro, da würde ich sagen, bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin ready, ich bin ready, ich bin heiß, Digga. Okay, let's... Okay, dann starten wir direkt in die ersten Packs. Ich würde sagen, sollen wir direkt ein 45k-Pack zusammen aufmachen? Wir haben ja 10 Stück. Ja, Mann, lass mal direkt eins öffnen, lass gleichzeitig. Komm, bist du ready? Okay, bist du bereit? 3, 2, 1, let's go! Come on, hau direkt raus. Okay, bei mir ist voll lange geladen. Ich dachte, jetzt kommt. Wow! Inform! What the fuck, Alter? Fängt ja richtig nice an. Boom. Oh, Kaka, Digga. 82er Kaka läuft. Okay, direkt ein Inform am Start. Den muss ich direkt abpacken. Wo ist er denn? Da. Welcher Inform ist es, Digga? Zach, Defrel oder so habe ich am Start. Fresh, Alter, keine Ahnung, wahrscheinlich nur 10.000 oder so wert, Abschlusspreis, aber egal, ich habe eine Kategorie mit ihm abgeschlossen. Okay, erstes Pack, easy going. Okay, so. ich schau direkt das zweite 45k-Pack hintereinander auf. Komm. Perfect Link muss man auch wieder drauf achten, ne? Nee, hast du gar nicht, Perfect Link hast du dir gar nicht aufgeschrieben. Fresh muss man gar nicht darauf achten. Digga, Manolas, okay, Manolas, 84er Plus habe ich am Start, aber sonst... Noch Upgrade-Spieler hast du am Start, scheiße, habe ich jetzt einen übersehen oder nicht, Leute? Ich hoffe, ich habe keinen übersehen, keinen Upgrade-Spieler. Ich weiß nicht, Manolas Upgrade, ich glaube nicht, Digga. So, oh mein Gott! Ich habe einen Triple Perfect Link, Digga. Wieso hast du dir keinen Perfect Link aufgeschrieben? Was willst du mit Perfect Link, Digga? Junge, guck dir diese Spieler mal an. Alle drei Argentinien. Hä? Digga, wir brauchen keinen Perfect Link. Okay, ich gehe zu den 15k-Packs. Die zwei 45k-Packs irgendwie broke gewesen, ganz ehrlich. Ja, meine ich auch. So, 15k-Packs müssen jetzt auf jeden Fall rasieren. Die müssten jetzt rasieren. Was ist das, Digga? Aspas. Oh, Aspas. Ist der Ups. Keine Ahnung, ob der Upgrade ist. Kann sein. So, ich weiß es gerade nicht. 90 plus Tempo haben wir auch nicht. Ey, Junge, deine Kategorien sind schon wieder so verwirrend. Ah, Digga, die sind echt richtig crazy. Okay, Afro. Richtig crazy. Muss eigentlich aufhören. Leute, wir haben das Upgrade-Spieler-Kriterium ja auch am Start. Das Ding ist, wir wissen nicht hundertprozentig bei jedem Spieler, ob das ein Upgrade oder nicht ist. Deswegen, falls wir uns da vertun, Leute, tut uns leid auf jeden Fall. Mann, auf jeden Fall, man kann sich nicht jeden einzelnen Upgrade-Spieler merken. 84er Plus ist jetzt auch am Start. Bro, what's poppin', Otamendi? Bei mir ist gar nichts, Digga. Bei mir ist gar nichts. Otamendi. Wie viel hast du? Ich hab 2. Vielleicht hat sogar 3, je nachdem, wie viel Otamendi wert ist, aber der ist niemals 30. Ich hab 35k Plus wert, du übertreibst ja mal wieder komplett. Oh, Batsch, du war. Otamendi. Das Ding ist, die haben alle nur neue Gesichter. Das zählt natürlich nicht als Upgrade. Ja. Die müssen schon Stats geupgradet haben oder so. Ich brauch jetzt auch mal ein Inform. Man of the Match oder irgendwie sowas. Komm, Digga. Man of the Match wäre jetzt übelst fresh. Ein Walkout wäre übelst fresh. Draft-Token, das ist auch richtig selten. Upgrade-Spieler, Afro und so, die gehen eigentlich klar. Ey, da war Hunteler noch. Junge, was ist das? Ey, ich habe jetzt 6 Packs geöffnet oder so. Die waren alle so schlecht. Bei mir geht eigentlich gerade voll klar. Bei mir geht richtig klar. Ich glaube, ich öffne aber gleich schon wieder mein nächstes 45k-Pack. Habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Ich glaube auch, ganz ehrlich. Ich mache auch mein nächstes 45k-Pack, weil die 15k-Packs haben hier gerade absolut keinen Sinn, um ehrlich zu sein. Ja, ist echt so, Leute. Okay, ich hau mein nächstes 45k-Pack raus, Digga. Komm, let's go. Kein Walkout. Digga, ich habe, glaube ich, noch nie da einen Walkout rausgezogen aus diesen 45k-Packs. Die sind richtig broke irgendwie. Ich finde die auch. Ja, ich finde diese 45k-Packs, die sollte man eigentlich nicht ziehen, wenn man nicht genügend Coins oder Points hat. Ey, und dann ziehe ich im 15k-Pack so ein Non-Rare. Aber, Leute. Ey, 12 Spieler oder wie viel das sind? Ich habe nicht einen Afro, Digga. Nicht einen Afro. Ich hau direkt das nächste hinterher. 6 Stück habe ich danach noch. Ich glaube, so, ich hätte. Oh, bam, 84er bam, Plus. Bam, komm! Ey. Okay, jetzt gehe ich auch zum 45k-Pack. Das geht gar nicht. Das geht gerade echt nicht klar. Junge, meine 45k-Pack muss jetzt geöffnet werden, Mann. Ey, ich ziehe nicht mal einen Afro, Digga. Nicht mal einen Afro habe ich am Start. Okay, ich gehe wieder zum 15k-Pack. Ey, ist, glaube ich, gerade egal, was ich hier ziehe. Ist gerade echt egal. Aber jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Ich zeige dir, wie man diese 45. Oh, was? Ey!
internationaler blauer Höwedes des Man of the Match. Höwedes, und da war noch eine Riesensternschnuppe. Da war noch eine Riesensternschnuppe. Okay, Man of the Match hake ich schon mal ab. 86er Höwedes, Digga, der kam aus dem Nichts. Mal gucken, was noch dahinter war. Bitte. Oh, noch ein Inform. Digga, was ist das hier für ein Pack, Inform hatte ich aber schon. Jovetic auch noch. Jovetic, der 60.000 oder so wert. Kann ich auch direkt abhaken. Ey, Jovetic. Ist hier richtig auseinander hier gerade. Backlug ist am Start. Was ist hier los? Digga, weißt du, was ich bislang hab? 84er Plus. Was ist das, Mann? So Hübel, das ist schlecht. Auf jeden Fall fast gar nichts wert, hä? Ey, Digga. Hätt aber diese blau-orangene Man of the Match Card, ne? Ja, nicht die ganz orangene. Das sieht noch fresh aus, ganz ehrlich. Welche Karte findet ihr geiler? International Man of the Match oder Man of the Match? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Schreibt uns das echt mal in die Kommentare. Was findet ihr fresher, welche Karte? Ich finde diese hier, ey. Das ist die blaue richtig heftig. Das sieht richtig heftig aus. So, wie viel habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Scheiße, ich habe nicht auf Afro geachtet. Egal, weil es so gut ging. Öffentlich das nächste 45k-Pack. Okay, Digga. Ey, Digga, ich ziehe, ne, den einen oder... Ich ziehe so viele 84er Plus nacheinander, aber... Ja, Mann. So, wie viel steht's denn? Wie viel hast du geschafft? Junge, ich hab einen. Ein. Noch gar nichts. 4 zu 1. Aber, ey! Boom, Walkout! Ich wollte gerade sagen, ich kann immer noch einen Blitzcore rausholen. Come on, bitte! Nein, das wird kein 90er Plus. Komm, bitte, bitte. Was wird das? Was wird das? Deutschland! Okay. Nein, Zentrale. Oh, Toni Kroos! Nice, ey, Mann! Digga, ey, not bad. Ich dachte, ich hatte so ein Gefühl, dass es irgendwie Marco Reus wird, ne? Oh, schade, Mann, aber okay. Ey, Marco Reus wäre heftiger gewesen, aber Toni Kroos ist auch nicht schlecht. Toni Kroos vollkommen in Ordnung, Digga. Mann. Bin ich vollkommen zufrieden. Bam, Alter, Walkout ist am Start. Was haben wir noch? Okay, der muss... Ey, warte mal, ey, wenn der Typ jetzt nicht 35k plus wert ist, ne? Ich glaube, ist er nicht. Rüdiger ist auch noch drin. Ey, oder Toni Kroos, ich glaube, er ist so um die 27 oder so wert, oder? Was für 27? 70.000, Digga. Lava, ja, so teuer ist er doch. Ja, Mann, 35k. Oh, hab ich ja komplett überschätzt, unterschätzt. Ey, warte mal, Rüdiger kann sein, dass er ein Upgrade hat. Arsch, ey! Ey, nein, ich habe die ganze Zeit nicht auf Upgrade-Spieler geachtet. Ey. Die ganze Zeit. Hat Rüdiger... Doch, Rüdiger, das muss ein Upgrade sein, weil es gibt nur 3 Seiten auf dem Markt. Das heißt, Rüdiger ist ein Upgrade. Okay, und ich Rüdiger ist ein Upgrade. Nice, Mann. Ey, Bro, schon steht's 4 zu 4, ne? Schon steht's 4 zu 4, ja, Mann. Shit. Oh, so schnell kann's gehen, Leute. So schnell kann's wieder gehen. Ich dachte jetzt schon, ich zieh dich hier heute richtig ab in deinem Bingo. Aber nein, Digga, nicht mit mir. Nicht mit mir, Mann. Okay, ich geh jetzt weiter zu den 45k-Picks, Bro. Ich hab noch, wie viel hab ich noch? 7? Ne, 6. 6 nur noch. Okay, komm. 45k. Aber kein Walkout. Auch kein Inform. Kein Man of the Match. Linkes Mittelfeld, Carrasco. Ey, Carrasco habe ich am Start. Ey, Carrasco? Ey, Carrasco, ja. Ja, der hat 100%ig ein Upgrade. Oh, und Martial. Nice. Ey, letzte Woche war der doch in Form, Digga. Was, Junge, was ist das für ein Pack? Martial ist 30k Martial wert. Martial und Carrasco ist ein heftiges Pack, Junge. Carrasco. Dazu kann man schon mal Packluck sagen, you know. Carrasco auch 20k, knapp. Ja, Mann. Das ist ein freshes Pack gewesen. Ja, aber kein Afro, Digga. Kein Afro. So, okay, ich hau direkt noch ein. Ich auch, warte, lass gleichzeitig öffnen. Bist du ready? Okay. 3, 2, 1, go! Boom, und Digga, kein Walkout. Ey, bitte, kein Walkout. Oh, Info! Noch ein Info! Ey, das ist meine dritte oder vierte Special Card. Bro, was soll die Scheiße? Warum ziehst du die ganze Zeit Infos und ich nicht? Das ja, Mann, nicht. Digga, ich bin hier komplett wieder am Durchdrehen die ganze Zeit. Ganze Zeit Infos. Kein Walkout, aber Man of the Match Card. Okay. Leute, ihr kennt es. Unsere Bingo ist immer heftig am Start. Ihr wisst es, Leute. Lasst gerne wieder ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Aber hier wird noch einiges kommen, deswegen bleibt noch bis zum Ende dran, Leute. Ich sag's euch, hier wird noch ich denke mal, ein Walkout wird noch am Start sein. Safe, muss auf jeden Fall. Ich muss sowieso noch einen ziehen, deswegen. Ich werde den auch ziehen, Bro, nicht du. Komm. Ja, doch, ich hau jetzt noch einen raus. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. So, das Pack kann ich direkt skippen. Oh, ich will auch ein Afro, bitte. Yeah. Boah, Braithwaite, der hatte gerade ein Afro. Doch, das war ein Afro. Safe. Du kennst Braithwaite. Ja, Braithwaite, safe. Ihr habt's gesehen, Leute. Schreibt in die Kommentare, Afro oder nicht. Schreibt einfach in die schreibt Hashtag Afro in die Kommentare, wenn ihr meint, Braithwaite hat einen Afro, aber ich glaube schon, Alter. Der hat so einen komischen, Alter. Da ist so ein Loch auf einmal drin. Wie Loch? Aber, ja, da ist so ein Loch drin. Guck mal, wenn du den ziehst. Ja, da musst du drauf achten, Alter. Hat einfach ein Loch im Kopf oder was? Aber, ja, aber der hat einen Afro, das ist ein Afro, aber. Dafür hatte ich diese Sache. Du hattest einen Walkout, ich hatte einen Inform, ich hatte Man of the Match. Oh. Iheanacho habe ich gerade. Iheanacho, ich habe ihn auch gerade im Pack. Ja, der ist Upgrade. Upgrade, ne? Safe, wollte ich auch gerade sagen. Ey, wir haben ihn gleichzeitig im Pack, Digga. Okay, 5 zu 5. Richtig cool. Vielleicht haben wir dasselbe Pack. Iheanacho, Digga. Richtig nice. Okay, 5 zu 5, Digga. Das wird richtig spannend. Ja, ihr seht es, bleibt bis zum Schluss spannend. Bleibt auf jeden Fall dran. So, ich gönn mir noch eins, Digga. Komm schon, ich will jetzt einen Walkout einfach haben. Was hast du? Tisch kaputt geschlagen, weil ich nichts aus diesem 45k-Pack ziehe. Oh, Digga, so. Ey, ich habe das Pack gar nicht. Doch, hä? Wieso ist das jetzt doch auf? Ich habe auf Nein. Oh, hä? Handanovic oder so, ne? Oh, Bernd Leno, ey. 86er Bernd Leno. Ich hoffe einfach nur
auf ein Scheiß. Oh! In Form aus dem Nichts. Nee. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch knapp 2 bis 3 Minuten. In Sinje sogar. In Oha! 87er. Junge! Junge, was hat der für Werte? Das ist richtig heftiger Info. Ey, warum ist der kein Walkout, Mann? Zu schwach leider. Ich glaube, mit einem 88er Rating könnte er vielleicht sogar bald ein Info bekommen. 400.000 Price Range. Oh, knapp. Oh, jetzt ziehe ich auch ein Info. Wer ist es? Und schon wieder Jovetic, Digga. Wow, schon wieder 70k Digga. Auf meinen Nacken. Digga, gegen ja, was willst du, Digga? Insigne 150k. Guckt euch das Nacken, an, Digga. Leute. Hier, da geht für ein bisschen was weg. Da geht weg. Kann man auf die Transferliste ballern. Okay, Insigne ist heftiger, aber trotzdem. Du weißt schon, dass ich 6-5 führe. Ja, dort, Junge, aber chill mal ein bisschen. Das heißt noch gar nichts. Wir haben noch ein paar Packs vor uns und dann noch das 45k-Pack. Bist du ready? Okay, warte. Ich bin ready. 3, 2, 1. Let's go, das letzte Pack. Ey, mir fällt gerade auf, ich habe noch 2 45k-Packs, ich Idiot. Ich kann danach noch eins öffnen. Oh, Carrasco. Okay, jetzt hätte ich auf jeden Fall safe auch wieder ein fucking Upgrade. Aber nein, Mann. Bro, hast du gehört? Ich hab noch eins. Ich hab noch ein 45k-Pack, fällt mir gerade auf. Dann darf ich auch noch ein 15k-Pack oder so ziehen. Ja, okay, hau noch ein 15k-Pack raus. Okay, komm. Direkt das 45k-Pack. Bitte, hau jetzt. Ah, das wird kein Walkout. Vielleicht Man of the Match. Oh mein Gott. Hast nichts mehr gezogen oder was? Okay, ich würde sagen, wenn ich jetzt hier nichts drin hab, dann hast du das Bingo mit 6-5 gewonnen, Mann. Ja, komm, hau noch was raus, was du noch hast. Hau von mir aus noch raus. Du wirst eh nicht mehr. Wenn du mir noch die Chance geben willst, gerne. Dann gerne. Ich hab noch 3 Packs krieg ich noch für meine Coins danach. Ich krieg noch 2 für meine Coins. Oder bin 3. Bin ganz leer. Let's go! Du holst eh nichts mehr, Digga. Ey, ihr habt zum 12. Mal Slimani oder so gezogen, Digga. Okay, 2 Packs noch. Danach bin ich broke, Digga. Absolut broke. Das gibt nichts mehr, Digga. Ey, Koulibaly! Zum 6. Mal jetzt in 3 Packs. Ich zieh einfach kein Walkout. Ich frage mich, was heute los ist. Ich hatte Man of the Match in Forms. Einfach kein Walkout, hä? Okay, Bro, ich würde sagen, das bringt nichts mehr, Digga. Ich würde sagen, wir beenden das Bingo hier an der Stelle, oder? Okay, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, ihr wisst Bescheid. Freshes. Boah, was ist das jetzt nochmal? Wen hast du? Oh, ne, ist nichts. Arsenal. Digga, gar nichts. Santi Cazorla. Okay, Leute, das war's von dem Bingo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe nur 23 Münzen. So Bro kann man gar nicht sein, Alter. Na egal, mit 23 Münzen vielleicht, wenn ich ein bisschen spare, kriege ich da irgendwann ein Pack für. Ich glaube nicht. Egal, Mann. Das war's dann auf jeden Fall. Lasst gerne wieder ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst es. Wenn es euch gefällt, dann bringen wir das wieder jeden Sonntag. Lasst also gerne ein Like da, lasst ein Abo da und checkt jetzt Tims Kanal noch aus für die nächste Episode. War auch heftig. Auch Walkouts, Man of the Match, Informs und so weiter am Start. Und checkt natürlich noch gerne meinen Shop aus. Hier, ihr seht es, den roten Eishoodie gibt es da. Gibt es noch einen blau, in grün und noch viele weitere Sachen gratis. Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Erster Link ganz oben in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal abchecken. Müsst ihr natürlich nicht machen. Trotzdem danke an jeden, der es macht. Und dann würde ich sagen, check jetzt auch Tims Kanal aus. Macht's gut. Check it out und peace. Ciao.